most wonderful time of the year. Für mich ist es immer wieder unglaublich, wie die Zeit rennt. Gefühlt ist doch eigentlich noch Hochsommer. Wir warten immer, dass die Sonne wieder scheint, wir wieder an See können. Aber wirklich, in Wirklichkeit sind es noch knapp 30 Tage bis Weihnachten. Und da muss man sich jetzt nicht mehr über den Baggersee Gedanken machen, sondern über die Weihnachtsgeschenke. Und genau dafür haben wir unsere Weihnachtsgeschenke-Trends. Und heute mit einem Motto, nämlich wenn Sie sich ein Limit gesetzt haben, so von 100 Euro, dann sind Sie jetzt genau richtig. Geschenkideen bis 100 Euro. Und beginnen tun wir mit einem Spielzeug. Da hätte ich mir als Kind wirklich die Finger danach geleckt. Ja, also sowas Tolles habe ich selten gesehen. Danke, Diana. Wir haben hier einen kleinen Roboter. Und zwar einen Roboter, der ganz anders ist als alles, was wir uns damals basteln konnten. Kennst du auch, ne? Diese Waschmittelkartons? Schuhkarton, Waschmittelkarton und Silberfolie. Ich habe nur in Filmen gesehen. Auch, Hast du in Filmen gesehen? Wenn man Glück hatte, hat man noch ein paar Birnchen ranbauen können. Okay. Ich habe mal eben angemacht und Sie sehen schon, der fängt sofort an, sich zu bewegen und zu freuen. Der hat so viele Bewegungen. Oh, hello, I am Robert, sagt er. Er heißt Robert also. Dieser kleine Roboter, ich stelle ihn mal hin hier, ist unglaublich putzig. Sie sehen schon hier, der sieht also auch aus, wie man sich so einen Roboter vorstellt. Hier mit den Augen, sogar mit dem Blick. Und der kann sogar sprechen. Er hat hinten einen richtig fetten Lautsprecher drin. Aber der ganz, ganz große Spaß ist natürlich, dass dieser kleine Roboter hier per App auf Ihrem Handy oder auf Ihrem Tablet fernsteuerbar ist und sogar programmierbar ist. Da sehen wir diese ganzen Bewegungen, die er drauf hat. Die können Sie jetzt selber in Ihre Reihenfolge machen oder ihn auch automatisch zu Musik tanzen lassen. Und das ist der Hammer, wie toll der sich bewegt. Ganz einfach zu programmieren. Die verbinden sich ruckzuck mit Ihrem Handy. Sie kriegen eine kostenlose App dazu. Die ist kostenlos, die bleibt kostenlos. Und dann geht der Spaß richtig, richtig los. Der reagiert auch auf Geräusche und Berührung. Aber so ein niedlicher Kerl. Wir haben einen Zuspieler, den wir Ihnen gleich auch noch zeigen wollen. Oh, sehen Sie? Ist das nicht putzig? 130 verschiedene Bewegungen und Dance Moves hat er drauf. Ja. Zur Lieblingsmusik Ihres Enkels, Ihres Kindes. Ja, also ich finde das klasse, vielleicht auch fürs Patenkind. Und da sehen wir das mal. Da haben wir ihn mal vorprogrammiert. Und das finde ich auch schön. Die Programmierung kannst du ja selber wählen. Ja. Oder die Kinder können sie selber wählen mit einem Smartphone. Das wäre hier natürlich Voraussetzung. Und dann zur Lieblingsmusik, der Clown. Guck mal, wie er dann wippt mit dem Fuß und dann der ganze Körper geht mit. Es ist der absolute Wahnsinn. Dann kann er so diese Dance Moves machen. Also das ist wirklich super niedlich, Ingo. Und ich glaube, das ist wirklich ein Spielzeug für viele, viele Kinder in verschiedenen Alter, weil ich glaube, das ist wirklich interessant, sogar für mich, das ist ein super interessantes Spielzeug. Ich glaube, mein Neffe ist jetzt 3,5 Jahre alt, er würde sich auch super freuen, weil jetzt so alle Spielzeuge irgendwie sehen alle gleich aus, aber hier, wir haben etwas Kreatives, was Neues und natürlich diese Augen, ehrlich zu sein, ich bin schon verliebt. Und ich glaube, jeder, wer hat, würde sowas sich nach Hause bestellen, wird auch verliebt. Seine Stimme, wie er sich bewegt, nein, nicht so wie Roboter, guck mal, mit diesen Bewegungen, sehr, sehr süß. Das sieht schon fast menschlich aus, wie der sich bewegt. Ja. Ne? So ein kleiner, putziger Kerl. Ich finde die Größe auch toll. Und da kann man sich mal seinen eigenen Roboter holen hier und den dann eben hier für sich tanzen lassen. Das ist ein toller Spielkamerad, der Ihnen lange, lange Freude machen will. Der funktioniert mit Akku ganz einfach über USB zu laden. Und dann kann der Spaß auch schon losgehen hier. Guck mal, die Augenfarbe hat er geändert. All diese Sachen kann man hier programmieren. Oder wenn Sie sich einfach vor sich stellen, dann reagiert er eben sogar noch auf Berührungen, auf Bewegungen. Es ist wirklich der Hammer, was dieser kleine Kerl alles kann. Und den muss man einfach lieb haben. Das hat nichts mehr mit diesem Schuhkarton-Roboter zu tun. Das hier ist was ganz, ganz Besonderes. Und das haben wir hier eben heute auch so, ja, ich sag mal, als Hightech-Spielzeug für deutlich unter 100 Euro hier. Ein ganz toller, neuer Spielkamerad ist das. Ne? Ja, ich muss sagen, auch für die Kinder ganz interessant, weil sie hier auch ganz einfach mal selber Schrittfolgen und Ähnliches programmieren können. Sie können kreativ werden. Sie können sich ausprobieren an Technik.
Technik, das ist auch für die Zukunft sehr, sehr wichtig. Und ja, ich muss ehrlich sagen, wer als Kind nicht von Robotern hier unglaublich beeindruckt ist, ich weiß nicht, der verliert einen Teil seiner Kindheit. Also, ja. Das war bei uns schon so, da waren Schuhkartons, ja, ja, oder Waschmaschinenkartons. Das war wahrscheinlich auch vor 20 Jahren so. Und ich war sogar genauso mal ein Roboter zum Fasching. Da hat mir meine Mutter so aus Karton irgend so ein Kostüm gebastelt. Das war. Ich stell mir das gerade vor. Hast du einen Schuhkarton über dem Kopf? Das war richtig cool gemacht. Ein Karton über dem Kopf mit so einem Sichtfeld. Toll angemalt. Jetzt habe ich wieder. Also besser sowas. Ingo bekommen Sie nicht für 62,69 Euro, aber diesen tollen Roboter. Nochmal 130 verschiedene Bewegungen, also Dance Moves, können Sie hier programmieren zur eigenen Playlist, zu der eigenen Musik und vieles mehr. Probieren Sie es aus. Das wird ein Highlight unterm Weihnachtsbaum und ein Spaß auch schon an Heiligabend. Der Preis gerade mal 62,69 Euro und die Bestellnummer ist die ZX7511. Und die 569, und wir haben den kleinen Kerl alle schon mal traktiert und es macht irre Spaß und der hat Moves drauf, da würde ich mir sämtliche Knochen brechen, das kann ich Ihnen versprechen. So, jetzt geht es aber weiter mit Technik, aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt kommen wir zur Technik des kommenden Jahrhunderts. Für mich ist es die Technologie des 21. Jahrhunderts. Ja, es ist ein nicht nur Technologie des 21. Es ist ein regelrechtes, ja, muss ich sagen, Accessoire, was man auf allen Reisen dabei haben sollte. Es geht um einen kleinen KI-Sprachübersetzer. Sprachübersetzer wird Ihr ständiger Begleiter sein, wenn Sie im Ausland unterwegs sind. Er spricht über 130 Sprachen und zwar fließend. Überlegen Sie das mal. Normalerweise, wenn man im Ausland ist, hat man eins dieser Wörterbücher dabei. Riesig dick. Versuchen Sie damit mal einen ganzen Satz zu formen und das dann eben nicht nur mit dem Buch, sondern hier über 130 Sprachen sind hier fest eingebaut. Wie funktioniert sowas? Ganz, ganz einfach. Sie sehen hier zwei Knöpfe, einen blauen und einen roten. Sie stellen die Sprache ein. Ich mache das hier mal eben. Was haben wir hier eingestellt bei der Sprache? Moment, über Kopf ist immer ein bisschen schwierig. Wir haben Deutsch und Englisch eingestellt. Also ganz einfach, dann können Sie das auch selber mal nachverfolgen. Sie drücken den einen Knopf und sprechen Ihren Satz auf Deutsch. Zum Beispiel, ich bin gerade angekommen, wo ist denn hier das nächste Restaurant? Und das wird er mir jetzt auf Englisch übersetzen und Sie können gleich hören. Und zwar das relativ schnell und dann eben auch akzentuiert. I just arrived. Where is the nearest restaurant? Also, überhaupt kein Problem. Der Gegenüber, dem geben Sie das dann ganz einfach in der Hand und der muss dann den blauen Knopf drücken, um zu antworten. Ich antworte jetzt mal auf Englisch. That's very easy. You just go down the road on your left-hand side about 100 meters. Jetzt gucken wir mal, was ich geantwortet habe. Das ist sehr einfach. Sie gehen einfach auf der linken Seite die Straße hinunter, etwa 100 Meter. Unglaublich, oder? Damit kann man mal richtig Konversation machen, nicht Wort für Wort raussuchen und dann sich das mit Händen und Füßen erklären lassen. Egal, wo Sie sind auf der Welt. Also ich wüsste jetzt kein einziges Land, was hier nicht abgedeckt ist. Über 130 Sprachen. Das Ganze geht auch noch, und das ist das Faszinierende hier, mit Texten. Schauen Sie sich den Text mal an. Haben Sie eine Ahnung, was da drauf steht? Diana? Nein, aber ich glaube, das ist griechisch, oder? Es ist griechisch. Das sollte man wissen, wenn man in Griechenland ist und so ein Schild sieht. Ich gebe dir mal das Schild. Danke. Der kann nämlich sogar Schilder übersetzen. Ich sehe nur 8. Etwas mit 8. Hoffentlich 8. Und steht hier Party. Wahrscheinlich so eine Party. Das hast du schon Party gelesen. Ja. Da bist du mir weit voraus. Schauen Sie mal, der hat eine Kamera drin hier. Das ist jetzt keine Kamera für Urlaubsbilder, sondern hier das zu machen. Jetzt stelle ich mal die Sprache hier ein. Auf Griechisch. Sie sehen hier, kann man ganz einfach durch die Sprachen durchgehen. Na, wo ist Griechisch? Da ist Griechisch. Und jetzt übersetze ich mir diesen Text ganz einfach, indem ich den hier abfotografiere. So, jetzt habe ich es übersetzt und Sie sehen vielleicht, er scannt das hier so mehr oder weniger rüber, um jetzt den Text zu erkennen und dann mir zu übersetzen. Und da ist es auch schon. Party im Pool heute Abend 20 Uhr, kostenlose Getränke, Schweine, Lamm, Tzatziki und Salat. Bringen Sie gute Laune mit. Party. Ja, du hast 8 Uhr wenigstens gelesen und Party. Also
Da müssen wir weiter. Aber das ist alles kostenlos, das wusste ich nicht. Wahrscheinlich würde ich nicht gehen, aber jetzt bin ich dabei. Stell dir mal vor, du hättest die Party verpasst. Stell dir mal vor. Kostenlose Getränke, das wird natürlich schade. Ja, aber sowas verpasst man dann halt, wenn man im Ausland ist und so ein Schild im Hotel sieht, dann verpasst man die Party. Was der auch noch kann, das haben wir in anderen Sendungen natürlich lang und breit schon mal vorgeführt hier mit diesen Übersetzungen. Aber das Besondere an dem hier ist eben, dass er auch noch ChatGPT eingebaut hat. Und das ist eine Revolution. Ich kann jetzt meinem kleinen Übersetzer jede Frage unter der Sonne stellen. Zum Beispiel, wenn ich auf Reisen bin. Kann ich ihn fragen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich wäre, nehmen wir mal ein nicht so populär, oder doch auch populär natürlich, ich will da der Stadt keinen Schaden zufügen, nehmen wir mal Kassel. Ich wäre in Kassel, ich gehe gerne ins Ballett, mit meiner Frau gehe ich gerne ins Ballett und würde gerne wissen, ob es in Kassel überhaupt ein Ballett gibt. Jetzt drücke ich hier auf ChatGPT und kann ihn einfach eine Frage stellen. Ich drücke hier Plus und jetzt geht's los. Ich bin in Kassel. Gibt es hier ein Ballett? Jetzt hat er die Frage aufgeschrieben und jetzt kommt gleich die Antwort. Und da kommt schon der ganze Text. Ich will es mal vorlesen. Ja, in Kassel gibt es das Staatstheater Kassel, das regelmäßig Ballettaufführungen anbietet. Du kannst dich auf der Webseite des Theaters und so weiter und so weiter. Das ist im Prinzip ein Reiseführer für egal, wo sie sind auf der Welt. Darüber hinaus, weil es ja ChatGPT ist, ist nicht nur für Reisesachen, sondern Sie können den fragen, was Sie wollen. Der weiß eine Antwort. Seit wann gibt es Weihnachten? Lauter solche Sachen. Kann man den einfach fragen? Sie können ihm sagen, schreib mir ein Gedicht über das Thema. Das macht der einfach. ChatGPT, das ist die Technologie, von der alle schon gehört haben. Sogenannte KI, künstliche Intelligenz. Und das ist hier auch noch mit drin. Und dann haben wir den auch noch zum Wahnsinn. Sonderpreis, Sie sehen auf pearl.de schon mal günstig mit 60 Euro. Heute hier 49,99 Euro. Übrigens, was er nicht voraussagen kann, habe ich nämlich auch ausprobiert, sind die Lottozahlen von der nächsten Woche. Aber fast alles hat er drauf. Aber er macht dir Vorschläge. Ja, er macht Vorschläge. Die häufigst gezogenen Zahlen hat er mir angezeigt. Die Bestellnummer ist die ZX 5531 und die 569 49,99 €. Und das sollte auf Ihrer nächsten Reise oder des von Ihnen Beschenkten auf der nächsten Reise unbedingt dabei sein. Es wird eine Bereicherung für jede Urlaubsreise. Dessen bin ich mir sicher. Und ChatGPT ist ein Riesenthema, nicht nur bei Sprachübersetzern. Und das werden Sie gleich beim nächsten Produkt sehen. Ja, es geht um einen sportlichen macht er überhaupt nichts. Einen sportlichen Motivator. Es geht um eine Fitness-Smartwatch und die hat, und du hast es richtig gesagt, auch dieses tolle ChatGPT eingebaut. Eine Fitness-Smartwatch ist schon mal was ganz Besonderes. Die hier ist noch besonders schick, finde ich, dazu. Fitness-Smartwatch, die zeigt Ihnen an Ihre Schritte, Ihre Kalorien, sogar die Kalorien nach Sportart. Es zeigt Ihren Blutdruck, es zeigt Ihre Herzfrequenz, es zeigt Ihre Körpertemperatur. All diese Sachen, die man so im Blick haben sollte. Schrittzähler ist auch noch dabei. Sie können unter zig Sportarten wählen, welche Kalorien jetzt gezählt werden sollen, klar. Wenn ich, sagen wir mal, Fußball spiele, verbrauche ich natürlich mehr Kalorien, als wenn ich spazieren gehe. Und das Ganze hier eben in dieser unglaublich schicken Form, finde ich. Das ist was ganz Besonderes hier, diese Fitness-Smartwatch, weil sie halt hier so viele Funktionen hat, die wir kennen, die wir gerne sehen. Wir sehen gerne, wie gut geht es uns. Wir kriegen hier einen Überblick. Wir sind motiviert, wenn wir einen ganzen Tag nur, sagen wir mal, 6.000, 7.000 Schritte gegangen sind. Dann habe ich und ich habe ein Ziel von 10.000 Schritte, dann gehe ich vielleicht abends noch mal um den Block. Natürlich ist auch Schlafüberwachung dabei. All diese Werte zeigt der Ihnen an. Hier sehen wir mal die ganzen Sportarten, die da drin sind. Das finde ich also wirklich beeindruckend, dass wir das auch noch individuell einstellen können. Natürlich ist die wasserdicht. Natürlich hält der Akku hier eine Woche, ohne dass Sie es wieder aufladen müssen. Und weil es auch eine Smartwatch ist, ist hier mit der Verbindung zum Handy, können Sie dann auch Langzeitauswertungen machen. Das heißt, über Tage, über Wochen, über Monate können Sie sehen, wie Sie sich da entwickelt haben, wie Ihre Fitness nach oben geht. Und glauben Sie mir, das funktioniert ganz einfach. Das Ganze hier eben in dieser edlen Form, hier mit diesem Metallic-Armband, mit diesem Metallic-Körper nochmal dabei. Sie können natürlich auch das Ziffernblatt ändern, wie Sie wollen. Da sind also viele, viele zur Auswahl. Und das hier sind die ganzen kleinen
Programme, diese kleinen Helfer. Und da sind auch zwei Spiele dabei, die Ihnen dann zur Verfügung stehen. Das Ganze hier auf einem fantastischen Display, was man wirklich super ablesen kann. Sehr hell, sehr leuchtstark und sehr kontrastreich. Machen wir weiter, da haben wir ein Weihnachtsmotiv zum Beispiel. Fand ich sehr putzig. Also das steht Ihnen hier alles zur Verfügung und eben zusätzlich ChatGPT. Die hat nämlich auch ein Mikrofon und einen Lautsprecher drin. Sie können jetzt tatsächlich diese Uhr fragen, diese Sachen, die wir eben gefragt haben. Zum Beispiel, gibt es in Kassel ein Ballett, wo ich jetzt mal hingehen kann? Wo ist sie? Und all diese Sachen. Ja, jetzt wissen wir von ChatGPT, dass es da das Staatstheater Kassel gibt. Finde ich unglaublich hilfreich. Das ist also ein absolutes Hightech-Produkt. Und so eine Fitnessuhr ist auch schick und hilft einem im Leben, Diana, ne? Ja, natürlich. Und muss sagen, das ist super angenehm zu tragen, diese Fitnessuhr, weil ich habe schon auch eine. Ich habe die wirklich für meine sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Aber hier, wir haben ein sehr schönes Modell mit dieser ChatGPT-Funktion. Das ist einfach hervorragend für unseren Preis heute. Also ich bin wirklich begeistert. So viele Funktionen, super Display, da sieht man alles. Ich glaube, für Leute, die tragen Brille, sehr wichtig, dass sie können alles wirklich so schön sehen. Mir gefällt auch dieser Extra-Knopf für Sport. Na, natürlich, das muss nicht nur Sport sein, einfach, sie können spazieren gehen, perfekt. Also eine super Fitness-Smartwatch hier für diesen Preis mit so vielen Funktionen. Ich weiß nicht, was hier tatsächlich noch fehlen sollte. Die ist einer dieser Geschenketrends dieses Jahr. Wir haben die das erste Mal vorgestellt. Sie wurde uns aus den Händen gerissen, klar, mit den Funktionen. Jetzt kommt die nächste Lieferung am 13.12., wie Sie gesehen haben. Das ist noch gerade so rechtzeitig für Weihnachten. Bestellen Sie die vor, da wird sich jeder drüber freuen. Ja, vor allem bei diesem Preis 56,99 € für diese wirklich außergewöhnliche Fitness-Smartwatch mit dem Zusatz ChatGPT. Für alle, die das noch nie gehört haben, das ist eben die künstliche Intelligenz, die uns sehr, sehr viel abnehmen kann. Die Bestellnummer hier ist die ZX5677 und die 569. Vielleicht auch gleich zwei kaufen, den Partner mit ins Boot nehmen und dann nach Weihnachten sich ein bisschen aufpushen, ein bisschen mehr bewegen und die Vitalwerte im Blick behalten. Ich glaube, das ist gerade, wenn man ein bisschen älter ist, mit Sicherheit auch kein Fehler. Wird niemals einen Arztbesuch ersetzen, aber vielleicht hilfreich sein beim nächsten Arztbesuch. So, jetzt machen wir weiter mit Lautsprechern, die ich zum ersten Mal bei Pearl gesehen habe. Ja, Sie sind mitten in unserer Geschenke-Idee-Sendung, Geschenke für unter 100 €. Und hier haben wir ein Produkt, wann haben wir das? Vor 3 Tagen das erste Mal vorgestellt. Ist eine Katalog-Neuheit. Und das ist wirklich etwas, was ich in dieser Form noch nie gesehen habe. Schauen Sie mal. Das ist ein TV-Hörverstärker, ein TV-Lautsprecher, ein TV-Kopfhörer. Kopfhörer ist es nicht, das kann man sich schlecht um den Kopf machen. Ich gebe es dir mal, Diana. Du hast den auch schon ausprobiert, ne? Ja. Hast du sowas schon mal gesehen? Noch nie. Ich muss sagen, dass es auch eine Premiere war für mich. Aber ich war schon begeistert, weil das war super laut. Und natürlich, das ist super angenehm zu tragen. Und ich glaube auch, viele denken, das ist für so Leute, die sind im Alter und sie wahrscheinlich hören nicht so gut für Fernseher, aber ich muss sagen, ich würde mir auch sowas nehmen, weil ich muss manchmal auch meinen Fernseher ein bisschen lauter zu machen, weil sie haben auch Nachbar, der macht auch Fernseher zu laut. Ich glaube, das könnte auch super Geschenkidee für ihn sein. Mir gefällt die Farbe, mir gefällt der Klang auch. Sie können hier auch zum Beispiel linker Ohr oder rechter ein bisschen lauter oder leiser machen, was finde ich auch super praktisch. Ja. Also wirklich sehr, sehr schön Highlight-Produkt heute. Igor, jetzt müssen wir den Leuten natürlich auch noch sagen, was es ist. Ja, wir haben gesagt, was es nicht ist. Ein Kopfhörer ist es nicht. Aber was ist es denn? Es sind Lautsprecher, die man sich umhängt. Und Lautsprecher sind so viel angenehmer zu tragen, finde ich zumindest. Es gibt ja diese Lautsprecher, die hängt man sich so Knöpfe in die Ohren. Da hat man so einen Bügel oder man hat diese Over-the-Ear-Headsets, das heißt diese Ohrmuscheln. Man kriegt bei denen überhaupt nichts mit vom anderen Leben und kann zwar seinen Fernseher in der richtigen Lautstärke hören, aber man kriegt überhaupt nichts mit von den Außengeräuschen. Mit dem, das ist sehr, sehr dezent. Auch wenn Sie ihn auf voller Lautstärke haben, ist das nicht störend für die Umwelt. Sie kriegen aber nach wie vor noch alles mit. Das ist ein Funk
Kopfhörer hier, der eben tatsächlich dann auch, was weiß ich, zig Meter weit das Signal auffängt. Sie können da anschließen, was Sie wollen, muss man wirklich mal so sagen. Sie können den optischen Ausgang Ihres Fernsehers nehmen. Sie können einen ganz normalen Klinkenanschluss nehmen oder tatsächlich auch HDMI oder über diesen ARC-Funktion oder sogar Bluetooth. Nicht nur zum Fernsehen, auch mal so Musik hören, Podcasts hören. Es gibt ja die tollsten Streaming-Dienste. Das hier, was ich hier in der Hand halte, das steht bei Ihnen irgendwo im Regal. Und Sie sehen schon, wie schick und unauffällig das auch wieder ist. Hier ist übrigens auch noch ein richtig kräftiger Lautsprecher drin, wenn Sie wollen, dass Ihre Umgebung vielleicht auch ein paar Geräusche davon hört. Hier oben kann man ganz einfach die Lautstärke regeln. Das ist gleichzeitig die Ladestation. Den stellen Sie da ganz einfach rein, wenn Sie ihn nicht brauchen. Er hat 20 Stunden Laufzeit, also mit einer Ladung. Und dann steht dem Musikgenuss hier, dem ungestörten Musikgenuss, auf der Lautstärke Ihrer Wahl oder des Fernsehens Ihrer Wahl die Lautstärke überhaupt nichts mehr im Weg. Ich zum Beispiel gucke gerne Fußball. Du guckst auch gern Fußball. Selbstverständlich. Aber wenn ich das so richtig laut habe oder Formel 1 oder sowas, wo man richtig den Sound auch erleben will, dann ist das natürlich doof, wenn ich dann Kopfhörer aufhabe und meine Frau sagt dann, du, wir wollen jetzt los, wir sind zum Kaffeetrinken eingeladen. Höre ich nicht. Ich sitze da einfach auch so. In dem Fall will ich das gar nicht hören. Ich will das Fußballspiel fertig anschauen. Ich finde es natürlich noch toll, wenn man vielleicht irgendjemand im Haushalt hat, der nicht mehr so gut hört. Und der dann den Fernseher extrem laut hat. Dann sagt man, Mensch, Opa, komm, nimm dir mal das Ding um den Nacken. Ja, jetzt machen wir den Fernseher genau hier den Ton hin, wo du ihn haben willst, ohne die Umwelt zu stören. Also ich muss immer an meine Nachbarin, das ist schon viele Jahre her, aber da hatte ich eine Nachbarin Wand an Wand. Aha. Und die hatte den Fernseher, ich glaube, wenn es 100 Stufen gibt, hatte sie auf 101. Ja, von der Lautstärke. Ich habe alles mitbekommen und der hätte ich dann als Nachbar sowas geschenkt, weil ich das eine enorme Entlastung finde und die Entlastung ist auch bezahlbar. Sie kennen vielleicht auch so Hörverstärkersysteme, wo man dann eben Knöpfe im Ohr hat, ja, und die sind teilweise wesentlich teurer. Hier 75,99 Euro. Unglaublich toller Klang. Übrigens auch einstellbar. Da ist auch ein Equalizer dabei. Ich finde es genial, dass es sowas gibt. Nackenlautsprecher, Nackenfunklautsprecher wäre eigentlich genau der richtige Ausdruck. Die Bestellnummer ist die ZX3673 und die 569 für mich wirklich was ganz Neues. Ich habe sowas vorher noch nie gesehen gehabt. Für Sie vielleicht auch. Und meine Überlegung wert, den richtigen Menschen zu schenken. Und das ist auch beim nächsten Produkt so. Jetzt geht es um die schärfsten Bilder, die Sie jemals gemacht haben. Ja, die schärfsten Bilder, die schärfsten Videos. Wir haben hier eine nagelneue Kamera bei uns im Sortiment. Die sieht schon mal richtig schick aus. Wenn man die anschaut und anfasst, meint man, man hat so eine Spiegelreflexkamera in der Hand. Hat man aber nicht. Das ist nur eine Digitalkamera, aber von der Technik, muss ich wirklich sagen, vergleichbar mit einer Spiegelreflexkamera, auch vom Ergebnis, vom Bildergebnis, muss man ganz klar sagen. Videos können Sie in 4K UHD aufnehmen. Das ist die Auflösung, die Sie vielleicht schon im Fernseher haben. Es gibt, glaube ich, gar keine Fernseher heute, die verkauft werden, die nicht mehr 4K haben. Nehmen Sie Videos auf in der gleichen Qualität, dass Sie das hier in bester Schärfe sehen können. Fotos, 56 Megapixel. 56 Megapixel. Ich weiß noch, meine erste Digitalkamera hatte 3 Megapixel. Du hast auch mal eine Digitalkamera gehabt, ja, 1,5 Megapixel. 1,5 Megapixel. Oder 2, das war auch schon cool. Ne? Aber hier 4K in diesem Format, das ist natürlich Highlight. Jetzt, das ist auch im Trend, solche Kameras, also in sozialen Medien für junge Leute. Also wenn Sie möchten, so ein Geschenk für Kinder, Enkelkinder zu machen, das ist das wirklich das Beste. Hier, wir haben noch diese Selfie-Kamera. Das ist sehr wichtig für uns auch. Wenn, ich weiß nicht, jemand macht Video oder Foto in sozialen Medien. Sehr, sehr cool. Wir haben hier Blitzer, was finde ich hervorragend. Blitzer, Leuchte, ganz genau. So viele Funktionen. Also ich glaube, ich brauche ein bisschen Zeit, dass ich kann alles rausfinden, was hier gibt. Aber auf jeden Fall, mir gefällt auch sehr, sehr diesen Design. Sieht sehr schick aus. Ja, die Qualität ist einfach atemberaubend von den Fotos und Videos, die man hiermit machen kann.
Kinofilme werden mit geringerer Auflösung gedreht heutzutage teilweise schon. Ich weiß, vor 10, 15 Jahren kam ein Film raus, der wurde mit dem iPhone gedreht, der längst nicht diese Auflösung hatte. Der lief im Kino. Vielleicht haben Sie den nächsten Steven Spielberg bei sich in der Familie. Drücken Sie dem mal diese Kamera in die Hand. Ist natürlich auch viel, viel besser, weil da muss man sein Handy nicht außer Hand geben. Hier, das macht richtig Spaß. Und Sie kriegen nicht nur die Kamera. Sie kriegen sogar noch ein Makroobjektiv dazu. Jawohl, ist ein Objektiv hier mit Linse, mit dem Sie ganz nah rangehen können an das Objekt, was Sie fotografieren wollen. Super cool und super interessant. Sie können die mit dem Handy verbinden und dann haben Sie ja eine Fernsteuerung dabei. Auch ganz, ganz wichtig mal für Gruppenaufnahmen oder wenn man mal so, ja, Video machen will, wo man auch selber drauf ist hier. Das ist das Makroobjektiv und das ist richtig gute Qualität hier. Mit Metallkörper, 0,45 mal Super Wide Angle Lens with Makro. Das steht hier drauf und das bekommen Sie einfach so mit dazu. Also ich bin absolut begeistert. Wir haben Bilder damit gemacht. Es macht einen riesen Spaß. So, Sie kamen diese Woche zum allerersten Mal und ich war wirklich überrascht. Ich habe die Kamera gesehen und habe gedacht, das ist eine Spiegelreflexkamera. Ja. Ja. Genau so diese Wertigkeit, diese Haptik hat sie. Ja, aber jetzt alle Vorteile auch einer Digitalkamera. 16-fach Digitalzoom, dann Bildstabilisator. Das halte ich auch immer für wichtig. Kennen Sie das früher? Oder wenn man mit dem Handy Bilder macht, wenn man da mal ein bisschen größer macht, dann wackelt das wie ein Kuhschwanz. Ja? Und dann steht irgendwann im Display, bitte halten Sie die Kamera ruhig, das entfällt hier für beste Aufnahmen, vielleicht gerade zu Weihnachten, wenn man jetzt frische Enkel hat oder die Kinder eben kommen mit den Enkeln, da will man doch Aufnahmen für die Ewigkeit machen. Ja, und vor allem, jetzt haben wir diese ganzen Sachen gesagt, natürlich können Sie auch Filter einstellen und Blende und Weitwinkel und alles Mögliche. Seien Sie nicht erschlagen von der Technik, die ist ganz einfach zu bedienen. Wenn Sie die einfach anmachen und loslegen, haben Sie einen Riesenspaß, ohne irgendwas einzustellen schon. Aber für Profis kann man hier natürlich noch deutlich mehr einstellen. Und mir gefällt dieses Fenster auch, wie in diesen alten Kameras. Ne? Ja. Hier siehst du alles. Also das ist auch schon ein bisschen Retro-Gefühl, hast du bei diesem Produkt? Es geht nicht nur um Retro. Du kannst, wenn richtig, du bist jetzt Skilaufen, die Sonne scheint, da kann man so ein Display kaum noch sehen. Hier kannst du noch richtig durchgucken. Ja. Durch den, das finde ich auch. Digitalkameras, ich hatte auch eine da, das war furchtbar, weil sobald die Sonne richtig hell war, konnte man nichts mehr sehen, was man da fotografiert. Das ist unser Superstück hier. Also eine nagelneue Kamera. Das Beste, was wir im Programm haben, was ich seit langer Zeit gesehen habe, wirklich fantastisch für nur 94,99 Euro. Ja, und ich finde es immer wieder überraschend, dass das eben jetzt auch gerade ein absolutes Trendprodukt bei der jungen Generation ist. Ja. Das wirst du bestätigen. Die junge Generation, alle holen sich am besten die beste Digitalkamera. Ich glaube, da sind wir unter den Besten mit Sicherheit und preislich unglaublich günstig. Ingo hat es gesagt, 94,99 Euro für diese 4K Digicam, die wirklich für mich wirkt wie eine Spiegelreflexkamera mit diesem sensationellen Makroaufsatz. Ja. Also das ist ein Objektiv, das können wir wirklich sagen. Die Bestellnummer ist die ZX8849 und die 569. Ich glaube, in dieser Sendung hatten wir wieder fantastische Angebote. Vielleicht wurden Sie jetzt animiert, was immer schwierig ist, wenn man die Geschenke dann zu Hause hat, für mich zumindest, sie zu verpacken. Und deshalb haben wir am Ende dieser Sendung jetzt noch ein Goodie für Sie. Wenn Sie im Laufe des Tages heute für 50 Euro oder mehr bei uns bestellt haben, dann dürfen Sie dieses Dreier-Set Geschenkverpackungen kostenlos mit dazu bestellen. Und das wird für viele die Erleichterung überhaupt sein. Ja, Sie sehen das hier. Sie kriegen dieses Dreier-Set verschiedene Größen. Was mühe ich mich immer ab, Geschenke zu verpacken? Mit dem Papier, das kriege ich noch einigermaßen hin. Schön sieht es nicht aus. Mit der Schleife habe ich dann meine Probleme. Aber hier, ganz einfach reinlegen, Deckel drauf, vielleicht noch einen Teser, noch einen Klebestreifen drumherum machen, dann sehen die perfekt verpackt aus. Und ich finde auch immer so liebevoll verpackte Geschenke, die sehen einfach besser aus, gerade hier mit Schleife und allem drum und dran. Schauen Sie sich nochmal den Preis an, Sie sehen ihn da auf der rechten Seite Ihres Bildschirms. 0 Euro.
Einmal dürfen Sie den bestellen pro Tag, wenn Ihr Warenkorb, wenn Ihre Bestellung 50 Euro oder mehr hat. Das würde ich ganz einfach mitnehmen hier. Was umsonst ist, sollte man mitnehmen. Und das hier ist wirklich was Fantastisches. Kostet nichts und tut nicht weh und kann sehr, sehr hilfreich sein, wenn Sie so minder talentiert im Verpacken sind, wie ich das bin. Die Bestellnummer für diese drei Boxen mit den braunen Schleifchen und auch das, der Korpus ist braun, ist die ZU 50 48 92 und die 569. Bestellen Sie es einfach dazu. Vielleicht benutzen Sie es auch zu Hause als Aufbewahrungsboxen. Für mich ist es die Verpackungsalternative. So, und jetzt sind Sie dran. Ich hoffe, Sie haben hier wirklich tolle Inspirationen bekommen. Ob es für einen Weltreisenden der Sprachübersetzer mit ChatGPT ist oder der Roboter für die Jungs, bestellen Sie jetzt rechtzeitig vor Weihnachten.